sind, die sind irgendwie in anderen Verträgen gelandet. Google Analytics 4. Wer von euch, ich mag kurz einmal wissen, mit wem ich es zu tun habe. Also Google Universal Analytics setzt wer ein? Tech Manager? Hatte ich fast vermutet, dass das jetzt so eine ganze Brandbreite ist? Nein? Nein, aber das hatte ich tatsächlich vermutet, dass das eben Leute sind, wo wirklich das Wissen noch bei Null ist, bis hin zu wissen, wer den Tech Manager nutzt. Der ist schon so tief in der Technik drin, dass er wahrscheinlich heute hier, es tut mir furchtbar leid, nicht viel erfahren wird. Google Analytics 4. Erstmal zu mir, eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Stefanie Thielmann. Steffi werde ich in der Regel genannt. Und mache Werbung, sprich ich schalte Anzeigen auf Google, auf Meta, auf Twitter, auf Instagram, also Meta, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest fehlt sogar noch. Und bin dankenswerterweise von der Uni in Krems angefragt worden, einen Studiengang zu unterstützen als Lehrbeauftragte. Ganz schicke Geschichte. Und als Zeitprojekt habe ich die Biergarten-Gretel. Das ist tatsächlich für die fränkische Bierkultur. Da gibt es Bierkeller und die mache ich im Moment hobbymäßig und will das irgendwann mal als großes Zeitprojekt noch launchen, dass die Website dazu kommt. Und dann wird das zum Beispiel so ein gutes Projekt, was ich hier dann auch mal präsentieren kann. Das sieht so aus, als hätte das Potenzial. Warum Google Analytics 4? Und das ist eine relativ einfache Erklärung. Wir haben alle das Problem, dass wir schlicht und ergreifend an Google Analytics 4 nicht vorbeikommen, wenn wir Google Universal Analytics nutzen. Universal Analytics gibt es eigentlich auch noch gar nicht so lange, aber das wird 2023 eingestellt. Das ist wie, wenn es ein neues Joomla-Release gibt, gibt es noch eine gewisse Übergangszeit und irgendwann ist dann gut. Und so macht Google das im Moment auch mit Universal Analytics. Und zum 1. Juli 2023 wird das Tracking über Universal Analytics eingestellt. Das heißt, wer den Code dann noch in der Seite eingebunden hat, kriegt keine neuen Daten. Die alten sind aber wohl noch vorhanden. Wie Google das dann wirklich macht und wie lange Google diese Daten vorhält oder ob die die irgendwie in das Google Analytics 4 einspielen, ist noch nicht ganz klar, aber die Daten gehen erst einmal im ersten Schritt nicht verloren. Wir haben seit 2020 im Oktober schon die Möglichkeit, dass wir Google Analytics 4 einsetzen können. Das heißt, da gab es die erste Version, die war noch sehr rudimentär und das hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren deutlich verbessert. Also wer es nutzt und immer mal wieder reinguckt, sieht, da kommen immer wieder neue Tools dazu und da hat man dann eine relativ nette Handhabung. Im Anfang war das alles extrem kryptisch, jetzt findet man seine Sachen dann so ansatzweise wieder. Wir hatten also jetzt schon 2 Jahre und das wird jetzt langsam Zeit, dass man es auch wirklich aufsetzt, wenn der Wechsel von Google Universal Analytics zu Google Analytics 4 stattfinden soll. Weil die Daten, die man jetzt parallel sammelt, die bleiben einem ja. Und wenn man wirklich Daten auswertet, ist es immer wichtig, möglichst viele Daten bzw. einen möglichst langen Zeitraum zu haben, um einfach abzusehen, wie sind die Schwankungen, wie kann ich da vielleicht eingreifen oder wo muss ich eingreifen. Geht das wieder? Ja, gut. Die Gretchenfrage ist allerdings, darf ich das überhaupt nutzen? Und seit 2018 sind wir alle ganz glücklich mit der DSGVO. Und wer die DSGVO ernst nimmt, kann sich jetzt verabschieden, weil das dürfen wir, wenn man es ganz eng sieht, dürfen wir Google sicherlich nicht verwenden. Erlaubt wäre eine Seitenanalyse. Was wir aber mit Google Analytics machen, ist mehr als eine Analyse, sondern wir haben definitiv personalisierte Daten, auch wenn wir die IP unterdrücken etc. Es ist auch nicht klar, was Google ja genau trackt. Also wir sagen zwar, wir unterdrücken die IP, aber ob Google die dann trotzdem mitnimmt, das wissen wir ja so gar nicht.
Hauptpunkte, die dagegen sprechen, Analytics einzusetzen, ist, auch Google Analytics 4 setzt munter weiter auf Cookies. Das hatten die eigentlich angekündigt, dass sie das nicht mehr tun wollen, machen es trotzdem, beziehungsweise machen es jetzt ganz bewusst und sprechen darüber auch. Die Datenspeicherung erfolgt in den USA und da war das Privacy Shield gekippt. Dann gab es das Abkommen mit der EU. Insgesamt ist das aber alles rechtlich noch nicht geklärt, dass wir da jetzt tatsächlich Daten hin und her schieben dürfen, weil letztendlich die Behörde in den USA immer noch im Zweifelsfall die Hand drauf hat. Also alles, was in den USA gespeichert wird, alle Dienste sind mindestens grenzwertig. Genau, und das andere hatte ich gerade schon gesagt, dass niemand wirklich weiß, was wird jetzt gespeichert, was nicht. Also, wenn Google Analytics 4 eingesetzt wird und ne, immer noch mit Fragezeichen, ganz wichtig, der untere Satz, ich bin kein Anwalt, ich darf das also hier gar nicht rechtssicher irgendwie verbreiten. Ihr kennt den Passus alle aus eurer täglichen Arbeit. Dann nur mit Anonymisierung der IP, mit Einwilligung des Setzens von Cookies nach Paragraph. Das ist das neue Telemediengesetz. Einwilligung, also das heißt Cookie-Consent-Banner setzen. Und sowieso, aber gerne vergessen, genau, der Abschluss eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrags mit Google. Die Frage des Datentransfer, wie gesagt, da ist die EU dran und möchte das natürlich wieder einführen, dass das alles wieder rechtens ist und geht. Ist aber im Moment noch eigentlich nicht in Ordnung. Es war der kurze Ausflug in die DSGVO, der aber bei Google ganz klar immer sein muss. So. Aber ihr seid in guter Gesellschaft. Also Google Analytics wird nach wie vor eingesetzt, wird auch selten, also ich persönlich habe jetzt von einem Abmahnung noch nicht gehört. Ich weiß nicht, hat jemand da schon was gehört? Also ich meine, die Fonts sind ja im Moment ganz wild in der Diskussion, aber Analytics habe ich eigentlich noch nicht gehört, dass es tatsächlich, wir warten auf Herr Schrems, dem fällt schon was ein. So, dann kommen wir inhaltlich mal zu Google Analytics. Also der Unterschied UA, Universal Analytics, GA4, Google Analytics 4. Und der Hauptunterschied ist eigentlich, dass Google auf der linken Seite Universal Analytics eigentlich immer nach dem Nutzer guckt, nach Verweildauer, also guckt sich immer diesen einzelnen Benutzer an und Google Analytics 4 geht auf Events und Ereignisse. Google Analytics in der Hilfe, das kann ich jedem ans Herz legen, der da sich weiter informieren möchte. Die Hilfe ist wirklich gut und die ist auch relativ ausführlich. Universal Analytics nimmt also den Nutzer in den Fokus, der auch als Nutzer dasteht. Und Google Analytics 4 fokussiert auf den aktiven Nutzer. Das ist ein Satz, den man so, hä, Nutzer ist Nutzer, es bleibt ein Nutzer, aber der aktive Nutzer bei Google Analytics 4 ist immer eventgetrieben. Das heißt, der macht was auf der Webseite, wobei der Nutzer auf Universal Analytics Seite immer ein Besucher der Website war. Der musste auch nicht unbedingt irgendwas da tun. Das Einbinden der Website funktioniert nach wie vor im Prinzip ähnlich. Ihr habt da jetzt nicht den Code stehen, sondern das geht als Datenstream. Und ein Datenstream im Sinne von Google Analytics 4 kann sein eben Website-Traffic oder aber ihr kommt aus irgendwelchen Apps. Das heißt, da ist auch nochmal ein großer Unterschied, dass die Apps da wirklich komplett 1:1 mitgetrackt werden können, genau wie eine Website. Ich persönlich habe keine Apps angebunden. Ich habe keinen Kunden mit Apps. Habt ihr? Auch nicht. Würde mich mal interessieren, wie das dann so aussieht. Ja, und dann hast du letztendlich in also dieser Datenstream kommt dann als Mess-ID, also die Mess-ID findest du dann unter dem Datenstream und die musst du einbinden, genau was vorher die UA XYZ war, ist jetzt eben diese G-irgendwas. Und was man auf der Seite hier unten
Sieht ist gemessen wird und da steht Seitenaufrufe, Scroll. Vorgänge sind es, ja, also ich und mein Gucken. Klickst auf einen weiteren Link plus drei mehr. Und das sind schon ganz generische im Google Analytics vorhandene Ereignisse, wo ich nichts tun muss, die von Google direkt getrackt werden. Die SEO-Werte. Also das ist, oder Website-Werte hätte ich auch reinschreiben können. Also das, ob das jetzt unbedingt schon Suchmaschinenoptimierung ist, aber eigentlich möchte ich ja wissen, wie meine Seite performt und dementsprechend guckt man sich die an. Und im Verhältnis, also rechts auf der Seite, das ist jetzt umgedreht, das ist jetzt rechts Universal Analytics und links ist, nee, ist es links Universal Analytics, ich habe es konsistent. Und rechts ist GA4. Und man sieht einfach schon an den Überschriften, es ist anders. Das ist jetzt auch eine andere Website. Also in Google Universal Analytics habe ich die Nutzer, Sitzungen, Absprungrate, Sitzungsdauer. Und diese Werte werden jetzt verändert. Da, wo die Zeit ist, steht jetzt durchschnittliche Interaktionsdauer. Und da misst tatsächlich Google anders. Wir haben bei der reinen Sitzungsdauer ganz klar, wenn der Kunde weggeht oder wenn der Nutzer weggeht, dann war diese Sitzungsdauer erledigt. Und bei der Interaktionsdauer kann man eine Website mal offen lassen und über Stunden ignorieren, dass da noch irgendwas ist. Und das merkt Google und sagt, der Nutzer ist schon lange nicht mehr da. Also da haben wir vom Messwert tatsächlich Unterschiede. Ob sich das jetzt wirklich großartig auswirkt auf die Zeiten, die man da so hat, ich weiß es nicht. Und was Google hier auch im Blick hat in GA4 ist einfach, wie viel Umsatz macht die Website. Also ist auch sehr deutlich fokussiert auf E-Commerce. Genau, und wir haben hier noch Nutzer und neue Nutzer. Das ist auch ein recht großer Fokus, wo Google einfach sagt, was ist Bestandskunde und was ist. Also das sind Zahlen, die kommen einfach so mit, ohne dass du irgendwas eingestellt hast. Das ist jetzt nochmal genau das Gleiche. Das sind die Ereignisse da auf der rechten Seite, sind die Ereignisse, die eben schon mitgeliefert werden. Ich glaube, auf dem Thema reite ich jetzt relativ lange rum, was die Folien angeht, weil das einfach auch so das ganz zentrale Thema von Google Analytics 4 ist. Ereignisse ist das, was ihr einstellen könnt, was ihr einrichten solltet, wenn ihr euch für irgendwelche bestimmten Werte interessiert. Und darum hatte ich gefragt, wer kommt vom Tag Manager? Die sind das gewohnt, im Tag Manager verschiedene Dinge einfach einzutragen, um dann eben die Seite auswerten zu können. Und das hatten wir in Universal Analytics möglich mit Zielvorgaben und konnten das auch einstellen. Das ist hier aber deutlich ähnlicher zum Tag Manager als zu Universal Analytics. Also da ist so ein bisschen Umdenken gefragt. Ereignisse, die mitgeliefert werden, ich glaube, das ist die nächste Folie dann nochmal, genau. Ohne dein Zutun misst Google unter anderem Klicks auf externe Links, Datei-Downloads, also Google kann feststellen, wenn Traffic aus deiner Seite auf deinen Rechner läuft, die Seitenaufrufe an sich, bis Scrolls, also er guckt dann, wie viel, bis zu 90% muss die Seite gescrollt sein, dann wird das als Scroll gezählt. Das heißt, man kriegt immer so diese eben Interaktion mit dem Kunden mit. Website-Suche, das ist aber, geht nur auf die interne Suche natürlich. Sprich, wenn du eine Suche bereitstellst für deine Kunden, kriegt Google das mit und sagt, okay, da sind Ergebnisse angezeigt worden. Sprich, wie wichtig ist die Seite? Was man aus diesen Ergebnissen einfach auch rausgucken kann, ist, dass eine Seitensuche, eine Website-Suche essentiell ist für jede Website. Also wenn Google die so hoch bewertet, dass die automatisch das in die Tracking, also in die Metrik mit einfügen, dann ist das auf jeden Fall eine Sache. Denk dran, Suche mit einfügen. Genau, und dann gibt es noch X Werte zur Werbung dazu. Komme ich im Ansatz noch später. Du kannst auf der Seite jedes x-beliebige Ereignis konfigurieren, also fast jedes x-beliebige Ereignis. Du hast oben den Namen des benutzerdefinierten Ereignisses, das ist der Name, den du selber angibst, und hast unten die Parameter. Und diese Parameter sind vorgegeben. Da gibt es eine lange, lange Liste. Die URL am Anfang ist auch
Nee, ich habe die habe ich gleich nochmal, die URL, die auf die Ergebnisse, die auf die Parameter geht. Und dann kannst du dir einen Operator dazu bauen, der dann sagt, ist gleich, je nachdem, also was an Parameter vorne steht, ob du jetzt eine Zahl oder einen Wert abfragst, kannst du da eben Operatoren mit dazugeben, die dann mit dem Wert verknüpft eben dir ein bestimmtes Ergebnis, ein Messergebnis liefern. Das ist wahrscheinlich nicht jedem klar, was ich damit meine, oder geht das? Ist das so einigermaßen klar? Wunderbar, so ist's recht. Und dann habe ich die Ergebnisse, die ich mir auch auswerten lassen kann. Die Ergebnisse stehen jetzt erst einmal in einer langen, langen Liste, ganz blöd versteckt, finde ich. Also unter anderem haben wir die hier auf der rechten Seite, da haben wir jetzt einige. Das ist aber jetzt die Übersicht für die Seitenperformance. Und wenn ich alle Ergebnisse angucken will, finde ich die unter Konfiguration, was ich als Übersicht ein bisschen schwierig finde. Habe aber hier dann auch die Möglichkeit, noch weitere Ergebnisse zu erstellen. Das ist die Folie vorher gewesen, wo ich die Parameter eintrage und die Werte dazu baue. Also habe hier die Übersicht und kann auf der rechten Spalte hier habe ich Schalter und kann die Werte, die ich messe, als Conversion mit eintragen. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, meiner Seite mitzugeben oder meinem Tracking mitzugeben, was für mich als Unternehmer wirklich zählt. Und da kann ich dann, also wenn wir in den E-Commerce-Bereich reingehen, kann ich mir zum Beispiel Add to Cart, also den Produkt in den Warenkorb bringen, kann ich mir messen lassen oder ich kann diesen ganzen Prozess filtern. Vom Warenkorb über die Bezahlmethode bis hin zum Kauf. Und da eben gucken, wie ich die als Conversion eben markiere. Das bringt mir eine Sicherheit, wie gut meine Seite performt. Weil eine Conversion und ein Ereignis sind in der Regel zwei Dinge. Werbung und Zielgruppen. Ich habe die Möglichkeit in Google Analytics 4, wie bisher auch mit Universal Analytics, die Ads-Verknüpfung zu machen. Das ist für, also Google kann immer an beiden Stellen auswerten. Kann in Ads auswerten, kann in Analytics die Ads auswerten und die Verknüpfung muss dafür da sein. Also was schön ist, ich kann dann sehen, wie viel Traffic kommt über eben die Werbung, wie viel Traffic kommt über die normale Seite und die Conversion kann ich dann auch eben unterschiedlich betrachten, kommen die also organisch oder eben über Bezahlwerbung. Und hier habe ich dann noch die Möglichkeit, dass ich Google Signals aktiviere. Da geht es darum, dass ich nicht nur die Daten aus dem Web kriege, also wenn jemand über den Desktop geht, sondern auch zusätzlich die Handydaten, also wenn da jemand kommt, der oder andersrum, es geht um die Identifizierung des Benutzers, der aus dem Web kommt und vom Handy kommt und dass die Daten nicht als Einzelnutzer laufen, sondern dass das zusammengefügt wird. Geht auch ums Remarketing, das heißt, wenn ich eine Werbung schalte, das sind die Turnschuhe, die euch immer verfolgen, einmal auf den Turnschuh geklickt und ihr habt 100.000 Mal den Turnschuh auf der rechten Seite in Facebook, in Google, in wo auch immer. Das sind solche Verknüpfungspunkte. Hier bitte ganz vorsichtig sein, weil das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Remarketing ist nicht unbedingt DSGVO-konform. Google schreibt, es werden nicht personalisierte Daten erfasst. Wir lassen das mal so stehen. Das Ganze ist zu finden. Das unten ist der Pfad, den ich angegeben habe, also über Verwaltung. Property, Dateneinstellungen, Datenerhebung, kommt ihr dann auf die Dateneinstellungen und dahinter ist dann Google Signals anzubinden. Genau, Google Analytics, Google Ads und Google Analytics 4, die Messwerte kommen auch da automatisch rein. Die Parameter existieren und im Grunde hat man wenig zu tun, beziehungsweise gar nichts zu tun und das läuft einfach rein und man kann eben organisch und Traffic über Ads gemeinsam betrachten. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich selber nehme das Data Studio, weil ich da alles habe, was ich brauche. Also ich verknüpfe dann eben sowohl Google Analytics 4 als auch also wie gesagt, ich habe wenig Kunden mit Google Analytics 4 bis jetzt, verknüpfe dann eben
Analytics, verknüpfe Ads dahinter und kann dann auch beides im Data Studio mir angucken. Wer das Data Studio nicht kennt, sollte sich den Begriff merken und mal googeln. Ist eine feine Sache, ist, würde ich sagen, ein guter Tag Einarbeitungszeit, damit man es rudimentär beherrscht. Aber dann macht es einfach Spaß, weil man hat auf Klick wirklich eine schöne, gute Auswertung. Wer so Managementfolien machen muss, für den ist das echt golden. Ja, das war, glaube ich, schon im Schnelldurchlauf, genau. Wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid. Ich hätte vorher darüber nachdenken können, dass ich da irgendwie einen Account aufsetze, dass wir drin rumspielen können. Das habe ich nicht gemacht. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Es wird jetzt direkt im Anschluss gemacht, damit ich dann, wenn es nochmal zu dem Vortrag kommt, dann auch Zahlen habe, die wir dann auch zeigen können. Fragen? Feedback? Den Cookie-Banner, gibt es den eigentlich auch in Joomla 4 oder so, oder muss ich mir was Externes einkaufen? Liebe Kollegen, Meins. mit dem Cookie-Banner bin ich ja fröhlicherweise raus. Also ich meine, dass ich gestern gehört habe von einem Kollegen, dass wohl in einer der nächsten Joomla-Versionen tatsächlich so ein Cookie-Content-Tool geplant ist. Ist. Also es ist in der Entwicklung dass, der Content-Banner für Joomla, also 4, nur dass es quasi im Core schon drin steht. Aber wann der ausgespielt wird, ist noch nicht so klar. Aber es gibt halt ein Extension dafür. Genau. Die Altdaten werden ja nicht automatisch übernommen, oder? Kann man das Nein, die automatisch werden machen? überhaupt nicht übernommen. Überhaupt nicht Das, übernommen. darum dieses Tracking nach Möglichkeit Jetzt schon. parallel aufsetzen, damit man eben im nächsten Jahr, wenn im Juli tatsächlich abgeschaltet wird, auch im Google Analytics 4 schon die Daten hat, weil sonst muss man das Tool ständig switchen. Und übernommen wird nichts. Du fängst das Tracking an und in dem Moment zeichnet Google erst auf für diese spezielle Website. Aber es hieß, dass es auch also das ist auch ein Auto, also ich habe zumindest davon gelesen, dass es einen Automatismus gibt, sodass du quasi sagen kannst, er soll die Sachen transferieren, die Einstellung zumindest. Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Das sind immer noch keine Daten. Nee, ich Aber weiß, ob die genau, ob die Grundeinstellung Einstellung macht transferiert. eigentlich wenig Sinn in meinen Augen. Also was ich mir vorstellen kann, dass du die in Google Analytics eingetragenen Ziele als Ereignisse übernimmst. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. So ist das, ne? Aber die Daten sind damit immer noch Ja, nicht da. das Also ist es mir ist dann bewusst. nur die Zielvorgabe wird Ja. als Ereignis dann mit übernommen. Bindest du das ins Joomla ein? Das Plugin oder? Du musst dein Consent-Tool nehmen, so oder so. Insofern habe ich dir hier den Weg gezeigt, wie du die ID kriegst, das da. Aber dann kommt auf jeden Fall ein Consent-Tool. Also du darfst es gar nicht direkt einbinden. Theoretisch kannst du die nehmen, kannst die einbinden in den Header und bist damit aber noch mehr auf Glatteis, als wenn du es über ein Consent-Tool einbindest. Also wir brauchen einfach die Genehmigung vom Kunden, dass er einverstanden ist, dass wir messen. Ja, das hat unheimlich viel Wind gemacht, war aber eigentlich eine ganz klare Sache. Also da hat es ein Urteil gegeben vom EuGH und die ganze Welt hat aufgeschrieben, oh Gott, Google Analytics, wir dürfen es nie wieder verwenden. Letztendlich war aber das ein so brachial eingebundenes Analytics, dass also bei gesundem Menschenverstand jeder gesagt hat, ja klar, was willst du eigentlich? Also da war eben, wie du gesagt hast, da war kein Consent-Banner, da war keine Einholung von auch nur irgendwas, das war einfach platt in den Header rein und fertig. Kann man machen. Muss man halt damit rechnen, dass es Geld kostet. Wenn man was ergänzen darf, Gern. kann ja Google Analytics auch Server-Side betreiben. Das heißt, ich schicke habe Google Analytics auf meinen eigenen Server, schicke dorthin meine Daten und ich bestimme, was in Richtung Amerika geht. Das ist extrem aufwendig und kompliziert. Das Interessante ist, dass ich jetzt, wenn ich mir eine Joomla-Website anschaue oder eine Website anschaue, sehe ich den Unterschied nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ich selber betreibe, Google Analytics, Server-Side-Tracking, oder
sozusagen einen normalen Weg eingefunden habe. Das ist spannend. Also da muss ich jetzt selber nochmal nachfragen. Und ich glaube nicht, dass du ganz ohne Schicken nach USA auskommst. Das wäre dann eine serverseitige Instanz. Du hast eine eigene Google Analytics 4 Instanz. Wie geschlossen ist das? Auf deinem eigenen Server. Wie geschlossen ist das? Das ist dein Server und du kontrollierst Ports und Daten. Und dann, also da würde ich tatsächlich einen Horcher draufsetzen und gucken, was wirklich läuft. Also wäre eine spannende Geschichte. Es ist eh so kompliziert, dass es sozusagen wahrscheinlich niemand richtig einsetzen wird. Mhm. Da brauchst du viele Tage, bis das läuft. Glaube ich, ja. Und, aber ich sage nur, man kann es als Website-User erkennen, dass ein Cookie-Konzentrum, ob das Google Analytics richtig eingebunden ist, das versteht jeder. Oder gibt es Check-Tools, das kann man ja schnell jemanden auch, wie soll ich sagen, melden oder was auch immer. Google Analytics wird dann schon schwierig. Muss ich mich noch mit auseinandersetzen, aber das ist spannend. Das ist tatsächlich aber. Es gibt Wege, wo Google Analytics ganz das Gebuch von zu betreiben. Laut aktuellen, wir wissen ja alle nicht, was unbedingt richtig ist. Ja. Danke. Jawohl, dann wäre es das und dann noch der Ausblick auf die Events. Das ne, nächstes Jahr wird voll. Da ist in Europa, so wie es aussieht, im Moment neben J&B Beyond auch noch, also die Entwicklerkonferenz ist im Herbst, wahrscheinlich auch die World-Konferenz ist im Herbst, Joomla Camp und Joomla Agenturtag und vor allen Dingen haben wir dann den Joomla Day Dach auch noch. Wann der jetzt genau stattfinden wird, sind wir noch am Überlegen, weil eben so viele Ereignisse im Herbst sind und dann in Salzburg voraussichtlich. Da würde ich mich freuen, wenn ich euch wiedersehe.